Moin, Janis hier und ich mache heute mal was ganz Verrücktes. Ich spiele heute mal mit 10 Minuten Bedenkzeit, unvorstellbar lange gegen Thomas P. 1856 Punkte hat der Kollege. Das heißt, das wird eine ganz schön sportliche Aufgabe. Aber der stelle ich mich, na klar. Badum, badum, badum. Bisschen Eröffnung, Königsflügel. Gucken, ob wir vielleicht hier auf G3 ein schwaches Feld haben im Laufe der Zeit. Und wartet mal. Ich habe ja das gleiche Design seit einigen Spielen. Das geht ja gar nicht. So viel Zeit muss sein und so viel Zeit ist dann auch. Vielleicht mal wieder so. Was meint ihr? Ja. Ich glaube, das kann man machen. Was hat er jetzt zuletzt gezogen? Sein letzter Zug war die Springerentwicklung hier nach F3. Guck mal, ob ich vielleicht auf G3 opfern kann. Mal was probieren. Idee ist zack, zack, zack mit Schach. König muss hier rüber. Ja, ob ich das jetzt halt noch machen will, ist die Frage. Wahrscheinlich will ich das jetzt nicht mehr machen. Dann rochiere ich erstmal. E4 ist auf jeden Fall kein so verkehrtes Feld für den Springer. Geht nicht wegen des Abtauschs und dann hängt mir hier dieser Bauer. Halten wir mal den Bauern hier drüben auf. Ich möchte nicht auf B5 stehen haben. Dann auf jeden Fall noch die Entwicklung hier hinten vervollständigen, die Türme verbinden und jetzt gucken, was wir gegen Weiß tun können. Ich halte mal die Bauern hier auf, zementiere so ein bisschen die Bauernstruktur hier auf dem Damenflügel. Er bietet mir jetzt den Tausch an. Die Frage ist ja erstmal, kann ich ihn ablehnen, den Tausch? Und wenn ja, will ich ihn ablehnen? Ich könnte ihn ablehnen, indem ich hier reinschlage. Da bin ich aber ja immer noch der Analyse, Meinung, ging reicht nicht ganz. Wenn ich einfach stehen bleibe und er schlägt mich, müsste ich zurückschlagen vermutlich. Greift zwar seinen Springer dann an, aber wenn er hier zum Beispiel hierher geht, okay, das geht nicht, aber wenn er dann daher geht, also nochmal 1, 2, dann kann er den Springer zurück, ist doppelt auf den Bauern drauf und den kann ich so natürlich verteidigen, ne? Ginge schon. Alternativ, wenn ich schlage, kriege ich die Dame hier raus, das möchte ich eigentlich gar nicht haben. Ne, dann warte ich ab. Dann warte ich ab. Und guck mal, ob ich parallel vielleicht hier vorankomme. Thomas P. spielt sehr schnell, hat bisher noch nicht mal eine Minute Zeit gebraucht. Ist offenbar Slowene. Zumindest spielt er mit slowenischem Interface. Ich nehme mal das ab, weil er entweder hier nach innen schlägt. Dann tausche ich in der Ecke. Oder er hätte so rübergeschlagen und hätte diesen Bauern hier ein bisschen isoliert. Nicht richtig dauerhaft isoliert, aber hätte erstmal so ein bisschen im Nichts gestanden. Jetzt versuche ich hier zu öffnen. Weil jetzt die Bedrohung von D5 runter ist. Er schlägt. Und ich möchte jetzt mit dem Springer zurückschlagen. Weil ich jetzt hier nochmal neue Ideen gegen G3 habe. Jetzt fehlt dieser Springer zur Verteidigung. Und vielleicht kriege ich jetzt die Dame mit hier rüber auf den Königsflügel und in den Angriff mit rein. Dann müsste ich allerdings jetzt losschlagen. Müsste ich jetzt losschlagen. Und sein Springer hier ist nicht ungefährlich. Machen wir das mal so. Er wird so zurückschlagen. Ich gehe dann hier nach vorne, weil ich den Bauern hier verteidigen muss. Außerdem habe ich dann bessere Chancen hier mit meinen schwarzfeldrigen Figuren auf seinen bisher ungedeckten Bauern loszugehen auf C5. Er wird wahrscheinlich so decken, denke ich.
mit dem Läufer. Dann wäre eine Option, vielleicht hier den Vorstoß zu versuchen mit dem F-Bauern. Er deckt ihn nicht. Hat er da was übersehen? Nein, hat er nicht. Die Idee ist folgende. Ich schlage, dann geht er dann erst mit dem Läufer nach A3. Dann muss ich weg mit der Dame. Also wahrscheinlich hier nach hinten irgendwo. Ich schlage, er geht herüber, ich muss weg. Und dann hat er hier den Turm aufgespießt. Das heißt, ich muss erstmal mit dem Turm unauffällig zur Seite. Jetzt greife ich quasi mit der Dame wieder hier C5 an. Und er muss was tun. Mal gucken, wie ihr das handhabt. Vielleicht doch jetzt mit Läufer A3. Dann wäre eine Frage, ob ich vielleicht Turm A8 reinkriegen kann. Nicht direkt, aber irgendwann. Jetzt müsste das gehen. Ich weiß nicht, ob er da jetzt vor irgendwas Angst hatte. Vielleicht doch vor dem Opfer hier auf G3. Aber eigentlich war das ja nicht gefährlich. Ich glaube eher, dass er diesen Bauern übersehen hat. Oder er hat sich was überlegt, was er jetzt dann auch spielen wird. Aber ich sehe für Weiß da jetzt keinen forcierten Gewinn. Okay, was droht? Wenn er hier vorgeht, kann ich schlagen. Der Bauer ist genug verteidigt. Also habe ich im Grunde einen freien Zug. Freie Züge sind nicht immer das Einfachste, weil man sich damit halt dann doch auch nochmal mehr in die Nesseln setzen kann, als mit einem mehr oder weniger erzwungenen Zug, der auf irgendwas reagiert. Vielleicht sollte ich mir auch mal hier ein Fluchtloch machen. Ein Luftloch, ein Fluchtfeld, Flight Square auf Englisch. Bewusst auf einem weißen Feld, weil die Schwarzen die Gefahr bergen würden, dass dann der Läufer sowas abdeckt. Und dann hat man wieder die gleichen Grundlinienideen und Mattprobleme hier auf D8 oder E8 oder C8, egal. Okay. Da fällt mir sofort auf, dass die beiden hier aufspießbar wären, wenn ich jetzt mit dem Läufer zum Beispiel verteidigt hier stehen könnte. Die Frage ist nur, komme ich da hin? Im Moment geht das nicht. Frage ist aber, können wir da vielleicht was machen? Können wir vielleicht irgendwie hier was zündeln? Ich gehe mal mit meinem Türmchen hier rüber auf die freie Linie. Das kann immer mal vernünftig sein. Verhindert auch den Läufer A3 Vorstoß. Ich glaube immer noch, dass das ungefährlich ist. Jetzt kommt er auch mit rüber. Die Dame schaut unauffällig hier auf H7. Was ist denn mit dem hier, mit B4? Ich habe 4:30 Rest. Thomas P. 7 Minuten. Oh, sieht mir jetzt nicht so zwingend aus, wie ich mir das wünschen würde. Alternativ der hier. Geht gar nicht, okay. Dann ist es vielleicht Zeit, mal auf ein weißes Feld zu gehen mit der Dame. Gehen wir mal hierher. Nach C4. Im Moment habe ich einen Bauernvorsprung. Das scheint auch erstmal konsolidiert zu sein. Deswegen biete ich ihm mal den Damentausch an. Wenn er schlägt, schlage ich natürlich zurück. Sonst bräuchte ich ihn nicht anbieten. Und ansonsten kann man überlegen, ob denn dieser C3-Bauer dann im Zweifel vielleicht hängt. Das hat er jetzt mit der Dame verteidigt. Sonst wäre der in Gefahr gekommen, dieser Bauer. Und ich glaube, ich muss mich da zurückziehen. Ich glaube, dass das dahin gefährlich werden kann.
damit der Läufer dann irgendwie rauszieht oder ups, gedeckt hier nach A1 zieht oder so. Dann meine Dame angreift. Das wäre jetzt in dem Fall noch nicht gegangen, weil ich hier noch den Turm dahinter habe. Aber das wird mir alles ein bisschen heikel da hinten. Und im Grunde bin ich mit meiner Stellung zufrieden. Da muss Weiß erstmal was zeigen. Er muss mir erstmal beweisen, dass die Stellung für mich nicht vorteilhaft ist. Das habe ich gerade so gesehen, einfach mit der Dame. Man sieht manchmal Dinge. Mal überlegen, ob man da irgendwie vorankommt mit. Was ist mit dem Zug? Mit dem Zug schwächt mir diesen Bauern hier auf D5. Eher nicht, eher nicht, eher nicht, eher nicht. Aber was ist denn mit dem Bauern? Ist der nicht? Der ist doch ungedeckt. Oder? 3 Minuten Restzeit. 6 Minuten für Thomas P., genau doppelt so viel. Droht jetzt hier Läufer H7. Die Frage ist, ist das überhaupt eine Drohung in dem Sinne? Ich glaube nicht mal, dass das eine Drohung ist, die mir Angst machen muss. Ich gehe rüber und er geht wieder weg. Ich würde gerne hier opfern. 2 Bauern für den Läufer. Mit einem schönen Schach und der Option dann hier H3 kaputt zu hauen. Und er schlägt gleich zurück. Er schlägt nicht mal. Und jetzt wird es natürlich dann schon auch haarig. Wie bringe ich ihn jetzt? Wie bringe ich das zu Ende? Was ist mit der Option Dame E6? Droht hier. Schach. Dann geht er zurück. Ist nicht so gefährlich, wie ich mir das wünschen würde. Dann gehe ich hier erstmal wieder zurück. 2 Minuten Rest. Fast 6 immer noch für Thomas P. Der Bauer ist gefesselt. Er hat jetzt das Schach hier unten. Auch ein gedecktes Schach. Mein nächster Plan ist Dame E6. Vor allem, weil der Bauer auch gefesselt ist und nicht zum Verteidigen dazwischen ziehen kann. Ab und zu muss man dann auch mal in der langen Variante einen schnellen Zug machen. Das bin ich ja zum Glück gewohnt. 2 Minuten Bedenkzeit ist erstmal noch ein bisschen was, zumal ich ja, und das ist auch der Vorteil an diesen längeren Varianten, ich kann ja auch auf seine Zeit pondern. Also ich kann rechnen, während er dran ist. Jetzt zum Beispiel, wenn ich nicht reden würde, könnte ich jetzt rechnen. Nein, ich mache mir da trotzdem Gedanken. H3 ist immer noch eine Option, da komme ich jetzt auch erstmal zu einem schönen Schach. Da muss er hin. Das ist ein schönes Schach. Ein sehr, sehr schönes Schach. Er kann den Läufer dazwischen ziehen, er kann die Dame dazwischen ziehen, er kann den Turm dazwischen ziehen, aber das kostet ihn alles Material. Ich würde sagen, das ist jetzt technisch gewonnen. Warte. Ups, gehen wir mal hier unten Schach. Alle Figuren mit in den Angriff holen. Da kann er hin, da kann er hin. Mit der Dame, wenn ich mit dem Läufer hergehe, habe ich die Dame quasi aus dem Spiel gekegelt. Dann steht die Dame hier und der Läufer auf G4. Das wäre ungeschickt, aber hier ist schönes Matt. Hier ist ein schönes Matt. Ja. Cool. Ans Analysebrett. Und eben einmal die Figuren ein bisschen kleiner machen, den Computer rechnen lassen. Und dann gucken, wie sich das Spiel entwickelt hat. Ich habe mit Schwarz hier erstmal dafür gesorgt, einen Bauern im Zentrum zu haben. Beide Springer, jetzt den ersten Läufer rauszuhaben. Springer E4 hat ihn so ein bisschen unter Spannung gehalten, für mein Gefühl. Das sind so Dinge, die auch bei Computern einfach anders wirken als auf Menschen. Mensch fühlt sich erstmal unwohl, wenn so ein Springer auf, so ein feindlicher, gegnerischer Springer auf E4 steht. Für einen Computer ist das total wurscht, der rechnet aus, ob das gefährlich ist, kommt zum Ergebnis nein und dann ist in Ordnung. Aber für einen Menschen ist das, glaube ich, einfach eine andere Anspannung und deswegen wirken solche Züge oft gegen Menschen dann sehr viel besser als gegen Computer. Und wenn ihr unten auf den Partieverlauf schon mal guckt, dann seht ihr, dass ich mich jetzt ganz, ganz sachte Stück für Stück, ja, fast mit jedem Zug ein kleines bisschen verbessert habe. Das war, glaube ich, hier ein wichtiger Zug. C6. Um diesen Bauern da zu halten.
den ich ja dann auch gleich schlagen kann. E3 ist einfach falsch. E4 schlägt er vor. Auch eine schöne Variante. E4. Und dann sich so aufzustellen, immer mit der Drohung, wenn ich mit der Dame hier schlage, fällt mein Läufer jetzt. Das sind so Computersachen, cool. Ich habe einmal noch dann den Zug rüber gemacht, hätte da schon schlagen können. Was war meine Angst? Meine Angst war, genau, Läufer A3. Ah, dann kriege ich den Bauern noch. Er schlägt, ich schlag, er kriegt meinen Turm, ich kriege seinen Läufer. Und das ist aber doch jetzt nicht vorteilhaft für Schwarz, oder? Ah, okay, ich habe natürlich schon ein paar Bäuerchen. Zwei Bauern und einen Läufer für einen Turm. Ja, okay, reicht vielleicht sogar. Zurück in die Partie, genau. Ich habe erstmal noch Turm C8 gespielt. Dann hat er den Läufer auf A3 gezogen und ich habe den Läufer da ein bisschen unter Druck gesetzt. Nein, das ist Quatsch. Das war ein Gedanke von mir. Das war jetzt aber auch eine Variante. Ich habe den Bauern geschlagen. Jetzt bin ich schon völlig durch den Wind. Hab dann... Wieso kann ich den... Ah, den kann ich ja schlagen. Stimmt. Ist auch einfach ein Bauerngewinn. C3 habe ich übersehen. Dann der Damentausch. Dem weicht er aus. Verliert aber dann E3. Und so hat sich das einfach über die Zeit akkumuliert. Ich glaube, er hätte hier schlagen müssen. Naja, ja, aber trotzdem richtig zu schlagen. Ich ziehe weg. H7 Schach ist schon nicht mehr gefährlich für meinen Dafürhalten. Und jetzt wird er dann gleich matt ansagen. Jetzt ist es matt in 20. Matt in 33 und jetzt matt in 48 Zügen angesagt. Ja, okay. Ich habe ein paar mehr gebraucht, aber... Es war dann schon relativ schnell auch matt. Ja, cool. Hat mir echt gefallen, Thomas P. Starker Gegner aus Slowenien. Vielen Dank für die Partie. Und ja, ein längeres Video, aber das liegt halt eben auch an der Bedenkzeit, von der ich relativ viel verbraucht habe. Also ich habe das zeitlich, glaube ich, gut gemacht. Fast meine gesamte Zeit dann auch aufs Spielen verwendet. Thomas P. hat sich etwas mehr übrig gelassen, hat dafür aber dann halt ein bisschen Material eingebüßt und dann hilft einem am Ende auch Zeit nichts mehr, wenn man halt matt gesetzt wird. Klingt jetzt hart, ist aber so. Nur auf der anderen Seite ist es schwierig, wenn ich jetzt keinen Vorteil erlangt hätte mit meiner Bedenkzeit und hätte noch 2 Minuten Rest gehabt in einem ausgeglichenen Turmendspiel, dann hätte ich wiederum halt verloren. Dann ist die Zeitkalkulation bei mir nicht, wäre sie bei mir nicht aufgegangen. Und so kann man halt Glück und Pech haben. Bei mir war es diesmal richtig, so wie ich es gespielt habe, hat sich gelohnt und das kann beim nächsten Mal wieder anders sein. Wenn ihr dabei sein wollt beim nächsten Mal, dann abonniert doch den Kanal. Oder lasst zumindest einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Fordert mich heraus, spielt mit mir und zeigt mir, wie ihr euer Zeitmanagement gestaltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht auf dem Brett, ansonsten hier im Kanal. Bis dann, Johannes. Ciao.